Hat er so, es ich laut, hab die ne? Falle jetzt aufgestellt und eine Kamera. So, da ist die Falle. Ich würde sagen, wir lassen die erst noch stehen. Wenn der da jetzt nicht mehr reinrennt in die anderen beiden, dann sammeln wir beide Fallen wieder ein. So, weil dann Falle kann das sein, dass belegt. Der zweimal in dieselbe Falle nicht reinläuft. Das könnte auch sein, oder? Das weiß ich halt nicht. Das müssen wir jetzt so ausprobieren. Das probieren wir jetzt einfach mal aus. Ich hole mir jetzt erstmal Laub von... Warte mal, was ist... Achso, da ist die Kamera, genau. Da ist die Kamera. Jetzt erstmal auf Hirschjagd. Adam. Das ist auch eine vernünftige Idee. Ich muss erstmal irgendwo Blätter finden. Ey, ich frage mich gerade, wieso ich hier keine Blätter einsammeln kann. Irgendwie kann ich keine Blätter einsammeln. Vielleicht hast du schon welche eingesammelt. Du musst einfach mal V drücken. Ich hab doch eben nur einmal, weiß ich gar nicht. Oh, vergessen über die Falle... Ups. Vergessen über die Falle Dings einzustellen. Oh, hier ist ein Hirsch. Verdammt. Ah, okay, ich hatte irgendwie Blätter eingesammelt. Ohne es noch zu wissen. Wollte ich nicht sagen, weil das zeigt ja nicht an. Du musst also was mir jetzt gerade Sorgen bereitet, warum die Falle hier irgendwie nicht... Ach doch, die wird angezeigt, ich habe sie nur nicht gesehen. Die sieht man im Hellen nicht so. Nee, also man, die siehst du nicht so gut. Also man sieht bei Tage die Fallen irgendwie nicht. Das ist voll gefährlich. Ja, weil das so hell ist. Ja, genau. Die müssen aber eine andere Farbe mal reinbringen, wenn die das nochmal... Ja. Mann, hier war gerade ein Hirsch, ich habe... Also ich habe ja letztes Mal einen erschossen. Ich habe mich letztes Mal auch näher an den Hirsch rangewagt, aber man muss den, also es bringt gar nichts, wenn man auf den zuläuft, so wie ich das gemacht habe. Aber wie gesagt, in der ersten Folge, da habe ich das... Ja, ich ducken, hinlegen, irgendwas? Da habe ich das funktioniert. So, Blätter habe ich nochmal mitgenommen, obwohl die jetzt eigentlich... Also würde mich schon wirklich interessieren. Also ich habe das letzte Mal so gemacht, wie gesagt, ich habe den Hirsch erschossen und dann habe ich einfach die Trap... getarnt und neben den Hirsch gelegt. Weil ich den nicht einsammeln konnte. Müssen wir mal ausprobieren. Ob das funktioniert, ne? Eine Falle und eine Kamera habe ich noch. Ja, also ich habe auch noch, ich habe noch drei Kameras, Andi. Drei Kameras habe ich noch. Ja, aber ich habe wir können Kameras ja auch so aufstellen, zum Gucken, wenn der da langläuft. Ich habe auch noch einmal Bait. Bait? Was war Bait? Köder. Ich hab. Ja, den. Du hast noch einen? Ich dachte, du hättest keinen mehr. Das habe ich auch gedacht. Hä? Muss ich das jetzt verstehen? Wieso habe ich denn jetzt noch ein Bait? Hast du denn auch in die Falle einen reingelegt? Ja, eigentlich schon. Ich geh nochmal hin. Ja? Es ist ja alles neu. Wir müssen uns ja erst ein bisschen damit vertraut machen. So, die Kamera ist hier. Ah, da ist die Falle. Ist ja denn kein Hirsch. Doch, ich habe einen Köder da reingelegt. Der liegt da drin. Okay, ja, dann... Der liegt da definitiv drin. Ja, wenn wir uns gleich nochmal treffen, dann gibst du mir das Fleisch einfach wieder und dann, dann habe ich noch einen Köder für meine Falle, die ich noch dabei habe. Ich stelle jetzt mal einfach irgendwo noch eine Kamera auf. Weil wir haben ja... Ich weiß gar nicht. Vielleicht einfach in der Nähe des Wohnmobils. Das für den Fall, dass der bei uns am Wohnmobil rumläuft, dass wir den sehen. Vielleicht ist das gar nicht so verkehrt, wenn wir das machen. Das könnte... Ganz nett jetzt sein. Brücke. Ich werde mal hier meine Cam aufstellen. Wo sind wir jetzt eigentlich? Okay, ich laufe gerade weg vom Wohnmobil. Überlege, ob wir hier vielleicht einfach noch eine Kamera aufstellen. Ich habe hier auch eine hingestellt. Also ich stelle jetzt einfach mal hier eine Kamera. Obwohl, ich habe ja noch... Ich meine, ich könnte jetzt hier noch eine Kamera aufstellen. Und eine Falle. Und noch ein Bait da reinlegen. Oh, diese Brücke, ne? Alter, ich mach das jetzt einfach. Ich mach das jetzt einfach. Hast aber du noch eine Falle? Ich hab noch eine Falle. Okay. Warte mal, wo machen wir das denn mal? Ein bisschen weiter weg, also auf jeden Fall weit weg. Ich glaube, das ist eine ganz gute Stelle. Hier stelle ich hier. Ich mach das hier jetzt einfach. Hier am Hang. Ich habe eine Person gefunden. Ach du Scheiße. Oh, war das gerade ein unheimliches Geräusch. Ja, und er war direkt bei mir. Hast du eine Person gehört?
Nee, ich habe eine gefunden. gefunden, eine Leiche habe ich gefunden. Wie, was muss ich damit machen? Warte mal eben, warte mal eben, warte mal eben. Das möchte ich gerne selber sehen. Ich setze hier nochmal eben eine Falle. Trap. Kannst du mich aber Zack. gerade sehen? Bait. Zack. So. Getarnt ist sie. Okay, bei Kamera. Oh, scheiße. Ich hab Was? Schiss, ey. Ich hab so Schiss, weil hier die ganze Zeit Geräusche sind. Kamera 5, da bist du, ja? Ich bin jetzt gerade bei Ja. Kamera 6. Alter, wo ist denn 5? Ich sehe das auf der Karte gar nicht. Wo bist denn du? Das ist weit unten. Ich bin hinter einem Hehlscher gelaufen. Alter. Ist das unten oder was? Ich laufe jetzt zu dir. Ja, das ist unten. Ich laufe jetzt einfach Komm, geradeaus. renn zu Kamera 4. Ich Und von renne. dort aus Moment. kannst du Kamera 5 sehen, müsstest du eigentlich sehen. Okay, dann renne ich. Oh, Kamera 4 ist ja noch weiter weg. Okay, ich laufe zu Kamera 4. Übrigens wird das dann auch als Totenkopf angezeigt auf der Karte. Die Leiche. Okay. Okay, dann müsste ich vielleicht auch mal meine Augen aufmachen, ob hier irgendwas rumliegt. Also ich habe noch nichts gefunden. Ja, mir kam, hier war eine Brücke, eine Holzbrücke, und ich denke mir so, das sieht so verdächtig aus. Ich gehe da mal drüber. Geh rüber und der lag direkt dann da an der Brücke. Mann, oh, ey. So, wo bin ich denn jetzt? Lag direkt an der Brücke. Jetzt laufe ich gerade ein bisschen falsch. Bin schon wieder fast am Wohnmobil. Ja, Aber da muss ich ja gut, auch dann muss ja vorbeilaufen. erst Das passt ja auch. vorbeilaufen, Richtig, da muss ich auch vorbeilaufen. So, hier brennt das Licht noch. ja. Kann ich wohl einfach eine Falle bei dem hinlegen? Ja, weiß ich nicht. Also, ohne Köder oder was? Ja, ich habe keinen mehr, das ist das Problem. Kannst du denn mit der Leiche irgendwas machen? Nee, ich habe die jetzt aufgedeckt auf der Karte, sonst Ach merkt mein mir. Gott, ey, Andy, da unten bist du. Oh, jetzt sehe ich das erst. Da unten, oh mein Gott. Das ist ja noch sau weit. Ja, da habe ich, ja genau, aber da habe ich auch noch eine Cam in der Nähe Ja, warte mal, aufgestellt. ich komme Also. da jetzt erstmal hin. Ich guck hier die ganze Zeit schon rechts und links, ob hier irgendwo Leichen liegen, aber ich weiß gar nicht, wie auffällig die sind. Also die habe ich mit Zufall gesehen, die war ziemlich, weil die rot waren, ne? Also der hat einen roten Pullover an, ein bisschen blutig. Ich hörte halt die Fliegen. Ich so, hä? Ach, du hörtest fliegen? Ja. Okay, dann ist das ja immer ein Zeichen wahrscheinlich. Dann wird das ja bei den anderen Leichen wahrscheinlich auch so sein. Ja, wahrscheinlich. Okay. Interessant. So. Wieder Richtung anpeilen. Jetzt bin ich wieder direkt zu dir unterwegs. Also ganz so weit ist es jetzt nicht mehr. Aber du bist echt sauweit gelaufen. Warte mal, ich habe jetzt gerade einen mega großen Felsen vor mir. Da muss ich, glaube ich, erstmal drum zulaufen. Ich glaube, ich werde die Kamera mal woanders hinstellen. Die Kamera 5. Ja, aber warte, ich muss das erst finden. Wenn du die jetzt wegnimmst, Ja, dann du finde ich siehst doch das. den Totenkopf auf der Karte. Ja gut, dann gehe ich zum Totenkopf. Das ist nämlich die Leiche von dem. Ha, ich Kann sehe ich. dich. Kuckuck. Ah, hallo. Auf der anderen Seite, du musst über die Holzbrücke gehen. Über die Holzbrücke, dann kannst du dir den angucken, wenn du Hm, möchtest. okay. Oder. Ja, oder stell ich da. Ja. Ich denke jetzt die scheiß Also Cam hin. ich denke mir jetzt gerade, wenn jetzt hier einer liegt, das war doch nur eine Touristengruppe, dann müssten doch Ja, die anderen ja auch in der Nähe das waren sein, fünf oder? Leute. Nee, nicht unbedingt. Die sind doch weggelaufen, die haben sich doch verstreut und dann hat er die nach und nach gekriegt. Hier war das, als ich die gefunden habe, hat der Typ so geschrien. Also der. Ich werde hier die Cam aufstellen, ich glaube, das ist besser. Schon echt unheimlich. Hier habe ich die Kamera jetzt aufgestellt. Aber ich sehe den immer noch nicht. Wie, du siehst den nicht? Warte mal. Hier. Ach, da liegt der. Oh ne, der hat gar kein rotes Hemd an. Ah, das Blut. Der Das hat ist ein einfach nur braunes an. Blut. Da liegt der. Oh, shit. Den Aber können wir nichts damit. mehr tun. Für den können wir nichts mehr tun. Wir können ihn nur Warte mal, da liegt unter. Munition. Und, ja, genau, Munition liegt da. Hast du auch welche gekriegt? Warte mal, kann ich die auch noch mitnehmen? Ach so, dann liegt Aber das ich für kann die beide nicht. da. Warte mal, aber ich kann die Also ich nicht. habe gerade welche aufgenommen.
Ah, du bist voll. Du hast die andere Ich bin Munition. Voll, okay. Ja, ich hatte nicht die komplette Munition aufgesammelt. Alles klar, da liegt Munition bei den Leichen. Ja, sehr gut. Ja, es wäre gut, wenn wir jetzt noch ein bisschen Fleisch. Hast du noch also, Fleisch? Achso, du hast auch nichts mehr, ne? Ich hab kein Fleisch mehr. Ich habe die letzte Falle gesetzt und das letzte Stück Fleisch da ja, reingelegt. Ja, ich habe noch eine Falle. Aber ich habe kein Fleisch mehr. Der sieht ja nicht glücklich aus. Oh, der hat die Augen auf. Sepp, kommst du? Ich bin hier schon runtergegangen. Liegt der bei dir andersrum? Der liegt. Der hat die Augen auf. Bei mir liegt der mit dem Kopf. Achso, nee, also irgendwie liegt der verdreht. Irgendwie liegt der verdreht. Bisschen. Ja, los, komm, wir gehen erstmal weiter hier runter. Ja, machen wir. Hast du noch eine Cam? Ich habe noch zwei Cams. Ah, geil. Ja, die können wir auch noch nachher platzieren. Zwei Cams habe ich. Lass uns mal alle Cams platzieren. Hast du jetzt eine hier am Toten noch platziert oder ja, nicht? Ja, da oben habe ich noch eine platziert. Ah, okay. Ah, da oben steht die, ja, alles klar. Ich denke mir, das ist ganz gut, wenn wir hier auch eine haben. Wir sagen, wir verteilen hier nämlich auch noch die zwei Camps irgendwo. Aber wir haben jetzt irgendwie der ganzen Zeit Bigfoot noch gar nicht gesehen, ne? Nee, nicht einmal. Nicht einmal? Den hören wir immer nur. Das letzte Mal, als ich das gespielt habe, da habe ich den sofort gesehen. Echt? Ja, da kam ich aus dem Wohnwagen raus und da stand er da schon. Und dann hat er mich auch zweimal angegriffen. Aber uns greift er irgendwie gar nicht an. Was ist denn los? Ah, der hat Angst vor uns. Vielleicht weil der schon verletzt ist, oder was? Ich nicht. Ich guck jetzt erstmal mit dem Nachtsichtgräber. Hier ist eine echt übersichtliche Gegend gewesen. Ja, es ist so übersichtlich. Steht gleich so ein dicker Kloß hinter uns. Dicker Kloß. Mano. Gibt's doch gar nicht. Ich würde sagen, wir könnten hier irgendwie auch nochmal eine Cam aufstellen. Hier so das Tal runterleuchtend, weißt du? Aber so ein bisschen an den Büschen vorbei, hier ja, vielleicht. Ja, genau. So hier. Genau. Ja. Also. Von da kam das, ne? Ja, aber ich glaube auf der anderen Seite... Du gehst auch sofort dahin, ne? Ja. Das so, muss man wie Kamera in einem aufgestellt. Horrorfilm machen. Genau. Genau in einem Horrorfilm. Hallo? Ist hier jemand? Ja. Völlig auffällig und man geht auch immer in dunkle Räume rein. Grundsätzlich in Horrorfilmen, immer. Hallo? Ist hier jemand? Hast du jetzt die Cam aufgestellt? Ja, ich habe meine aufgestellt. Sehr gut. Ich glaube, hier irgendwo bin ich das letzte Mal runtergefallen. Ich bin über einen von diesen Baumstämmen gelaufen. Die da hinten sind. Ah, ich glaube, so sehen wir diese Leichen sowieso nicht am Boden liegen. Du bist echt das Nachtsichtgerät, aber das ist ja auch irgendwann alle. Hast du ja eigentlich deinen Akku neu mitgenommen? Da bist du da jetzt runtergefallen. Aber nicht schlimm. Ich lebe noch. Ich weiß aber gar nicht, wo ich bin. Auf H kannst du, glaube ich, ja, auf H kannst du dein Leben angezeigt kriegen. Wenn du einmal H drückst, steht das rechts. Health is full. Ja, okay. Ich habe volle Health. Ja. Nein, ich habe ja auch links ist ja auch ein Balken. Oh ja, stimmt. Das ist ja der Lebensbalken von uns. Also wir sind zurzeit in einem besseren Zustand als Bigfoot. Ja. Ja gut, aber der hat ein bisschen mehr Leben als. Aber Alter, wo ist der denn? Wo ist der Typ? Der ist übrigens wieder in eine Falle gelaufen. Oder? Theoretisch müssten wir jetzt einfach nur noch circa 10 Fallen aufstellen, wo der reinläuft, dann haben wir einen. Ja, gefühlt ja. Aber wir haben nicht genug Baits, das ist das Problem. Ja, ich würde gerne trotzdem mal einen Hirsch erlegen, ja. Dass wir das mal ausprobieren können. Ich weiß ja nicht, ob wir... Ich weiß nicht, wollen wir erstmal zum Wohnwagen zurück? Ich wollte die letzte Cam noch irgendwo aufstellen. Ja, genau, dann stell die mal... Warte mal, wo sind wir denn jetzt? Was haben wir denn hier? Nee, das ist scheiße. Komm, wir gehen jetzt hier über diese Brücke und dann stellen wir die auf der anderen Seite auf. So tun wir. Hier, warte mal, gucken wir mal eben geeigneten Platz. Du deine. Er hat Leben verloren. Er ist schon wieder eine Falle. Der rennt immer zu den Fallen. Ja. Wenn wir da Fleisch reinlegen.
Vielleicht sollten sagen, wir guck mal, einfach mal bei einer Falle stehen bleiben und warten, dass der kommt. Stell mal hier eine. Warte, hier auf den Weg eine Cam. Dann können wir hier so ableuchten. Ja, genau. So, und jetzt gehen wir mal zurück. Das ist, warte mal, ich muss mal eben auf der Karte gucken. Ja, das ist Kamera Nummer 7. Und auch meine letzte gewesen. Ja, ich habe auch keine mehr. Alles klar. Ich habe nur noch eine Falle. Aber die bringt, glaube ich, ohne Köder nichts. Ja, ne, ohne Köder rennt er da ja nicht rein. Ja, nicht unbedingt, aber... Aber warum haben wir denn jetzt eine Falle über? Wir haben doch... Weil wir einmal die alte Falle aufgefüllt haben wieder. Ach, das... Ja, genau, richtig. Genau, so war's. Oh. Hier ist übrigens eine Falle. Ah, hier war schon eine Cam. Ach, hier ist eine Stelle von mir. Hier ist er reingelaufen. Hier steht die Falle. Hier ist er einmal reingelaufen. Dann können wir die ja wieder mitnehmen. Da oben ist die Kamera. Ja, genau, da ist die andere Kamera. Die können wir erstmal stehen lassen. Ja, wir lassen erstmal alle Camps stehen. Ja, erstmal stehen lassen. Wir gehen lassen. Jetzt sowieso erstmal zurück zur Hütte. Also würde mich jetzt echt... Also wir... Von rechts wegen müssten wir jetzt eigentlich wirklich noch einen Hirsch erschießen. Es würde mich wirklich interessieren, ob der, wenn dieser Hirsch erlegt wird, in diese Falle läuft. Weil es wird gesagt, dass Bigfoot sehr gerne Hirschfleisch isst. Dann müsste der ja eigentlich zu diesem Kadaver laufen. Ja, normalerweise. Vielleicht können wir den damit locken. Also, dass wir gar nicht unbedingt... Wir können da Fallen hinstellen, aber ich glaube, wir bleiben dann auch bei der Leiche. Also bei dem Kadaver. Ja. Dass wir den dann... Also, dann müssen wir das so machen, dass wir uns planen, den Hirsch zu schießen und uns dann da zu postieren. Okay, sind wir wieder am Wohnwagen. Brennt schon Licht, man empfängt uns fürstlich. Sieht schon ein bisschen einladend aus hier, ne? Und so, du hast gemütlich. Die Tür aufgelassen. Hä? Ach, ich hab die Tür aufgelassen. Sowas so, aber ich, auch. Ich gehe jetzt erstmal an den PC. Ich mache jetzt erstmal das Licht aus. Ey, ist die Falle noch... Wie sieht das aus, wenn die Falle offen ist? Das Bild dann steht die hoch. Dann steht die so hoch, wenn die... Wenn die Falle offen ist, dann ist die flach. Und wenn die zugeschnappt hat, dann steht die hoch. So. Ja, ja. Oh, das kenne ich nur so schlecht gerade. Ehrlich gesagt. Erkennst du das nur schlecht? Ja, das erkennt man gerade ein bisschen schlecht. Aber ich... Wir sollten das Bild mal... die ist... Oh, ne, die habe ich schlecht gesetzt. Warum haben wir denn jetzt... Hast du noch eine Kamera oder... Nein, ach nein, ich habe noch eine. Eine habe ich noch. Warte mal, die setze ich jetzt einfach... hier direkt vor den Wohnwagen. Ist doch völlig egal. Aber mach auf der Rückseite. Wohnwagen. So, hier, das war die an bei der Leiche, ja genau. Pass auf, jetzt kommt er gleich, wenn ich hier draußen bin. So. Ist gesetzt. Oh, hier ist ein Hirsch bei Kamera 7. Ein Hirsch bei Kamera 7? Ja, wo wir vorhin über die Brücke gegangen sind. Die habe ich gesetzt. Bei Kamera 8, das ist jetzt hier am Wohnwagen, ja. Jetzt haben wir alle Kameras gesetzt. Und kein Bigfoot. Manno! Aber manchmal braucht man ein bisschen Geduld. Hast du schon rausgefunden, welche Fallen zugeschnappt sind? Also die... Warte mal. Das ist wirklich schwierig zu sehen irgendwie. Hier ist so ein Busch vor, da kann ich irgendwie gar nichts sehen. Bei 3. Bei 4 ist keine... Falle, das ist die, die ich vorhin mitgenommen habe. Bei 5 ist auch keine, das war ja die, die bei der Leiche war. Bei 6, die hast du vorhin aufgestellt, da ist auch ein Busch vor. Da habe ich auch nicht richtig sehen. Manno. 7 hat eh keine und 8 auch nicht, aber du kannst ja selber nochmal gucken. Hier. Vielleicht kannst du das besser sehen. Das ist ein bisschen ätzend, dass hier so viele Möbel sind. Man stolpert immer zwischen den Möbeln. So, warte mal, die ist... Ach so, man kann übrigens ranzoomen, ne? Ja, ich weiß.
aber ich konnte es trotzdem nicht erkennen, irgendwie. Also die ist noch offen. Also wenn Bigfoot hier rumrennt, dann können wir auch die Fenster runter machen und aus dem Wohnwagen schießen, ne? Also Falle 1 ist offen, Falle 2 ist offen. Ja. Ich glaube, die Fallen holen wir da nochmal weg. Falle 3... Oha, da hat er wieder gebrüllt. Wo war das? War das bei dir irgendwo? In der Kamera? Ich gucke mal, ob ich irgendwas sehe. Wo ist denn... Also ich bin jetzt gerade bei Kamera 4. Ich glaube, Kamera 4, da hatten wir keine Falle mehr, oder? Ich weiß nicht mehr. Nee, Kamera 4 hat keine mehr. Kamera 4 hat keine mehr. Okay, nee. Ich gehe mal eben auf 5. Ich will mal eben die Leuchtpistole ausprobieren. Ich will das mal einmal sehen. Ja, warte, wir mitgucken. Hier ist auch bei Kamera 5 war auch keine Falle mehr. Ah, das hätten wir vorhin machen müssen, wo wir auseinander waren. Da hätten wir mal schießen sollen. So, Kamera 6, die Falle ist aber auch noch offen. Hier ist auch noch nichts. Also ich sehe da jedenfalls nichts. Also das müssen die vielleicht noch ein bisschen verändern, dass man das sieht, ob die offen oder zu ist. Ja, das Bild. Das ist irgendwie. Das ist irgendwie so ein bisschen da. Ja, irgendwie erkennt man das gar nicht. Die sollten das Bild, wenn die offen ist, diese offene Falle machen. Und wenn die zugeschnappt ist, ein zues Bild dahinter. Ja, das wäre ganz gut. Also, ich weiß jetzt auch nicht, also bei Kamera 7 haben wir, glaube ich, auch keine Falle mehr gesetzt, weil da sehe ich keine. War doch die Kamera, die wir mitten auf den Weg gesetzt haben. Ja, das war die bei 7, genau. Da war keine Falle. So, und die 8. ist jetzt hinter dem Wohnmobil hier. Da ist aber auch nichts, da haben wir natürlich auch keine Falle. Also, ich habe jetzt keine geschlossene Falle gesehen oder ich habe mich verguckt. Weiß ich nicht. Also, eine geschlossene Falle habe ich hier nicht gesehen. Okay. Die sind alle offen. Dann komm mal raus, dann lass mal eben einmal einen Schuss abfeuern hier. Jawohl. Ei, ist das laut. Was? Okay, das kann man ganz schön laut sehen. Ja, und es ist auch, also das kann man weit sehen. Und wenn du das ein bisschen schräg hochschießt, dann ist der Wald auch sehr hell. Echt? Oh, ich hab die ganze Zeit nur nach oben geguckt. Warte mal, wenn ich jetzt nach da schieße. Also wenn du jetzt so ein bisschen schräg schießt, vielleicht nicht ganz... Doch nicht so, Mensch! Obwohl... Boah, den Sound müssen die unbedingt ändern. Ja. Ja, ey, absolut. Absolut. Du hörst nichts mehr. Ey, kann das jetzt... Andi, kann das jetzt wohl sein, dass wir hier eine Stunde spielen und Bigfoot nicht einmal gesehen haben? Was ist denn das für ein Schiss? Oh, komm jetzt raus! Es ist mir egal, ich will auch sterben, aber ich will ihn einmal sehen. Ich habe den letztes Mal so oft gesehen, als ich alleine war. Ich habe den so oft gesehen und jetzt taucht er hier nicht einmal auf, oder was? So, dann lass uns mal wieder wandern gehen. Aber mach die Tür zu. So. Mann! Ja, da oben ist ja auch noch Licht. Ja, warte mal, kann man das ausmachen? An? Ah, ja, warte. Wie du da dran springst. Vor allem, dass er da überhaupt rankommt. Guck mal, wir haben Bigfoot schon ganz schön viel... Ha, du siehst aus wie ein Mädchen. Und du siehst aus wie ein... Keine Ahnung, wer. So. Sag mal, kann man hier auch oben drauf? Wieso rennst du eigentlich mit einer kurzen Hose hier rum? Es ist kalt. Weil ich ein cooler Typ bin. Nee, kann man nicht. Dann lass mal die anderen Fallen holen und... Nein, ich möchte jetzt eigentlich einen Hirsch schießen. Ich möchte jetzt einen Hirsch schießen. Weißt du, was dir so ein bisschen fehlt? Irgendwie so eine Mini-Kamera, die man am Armgelenk hat, dass man auch mal so in die Kameras reingucken kann. Ja, das wäre ganz cool. Weil du cool, musst ne? immer zum Wohnwagen rennen, dann siehst du, oh, da war Bigfoot, der rennt da hin, oh, der ist schon weg. Oh, da war Bigfoot. Ja, schön, das war die Kamera, wo ich vor einer halben Stunde weggelaufen bin. Ja, genau. Genau, die war's. Sehr schön, dass er da war. Aber da ist er jetzt nicht mehr. Wir müssen unbedingt jetzt einen Hirsch sammeln. Echt, sagen. Unbedingt einen Hirsch schießen und dann deine Falle aufstellen. Wir müssen vielleicht die ein oder andere Falle mal wieder einsammeln, oder? Also ich habe noch zwei Fallen, ich habe nur keine. Ja gut, dann reicht das erstmal. Dann lassen wir erstmal die Fallen stehen, weil nach dem, was ich jetzt gesehen habe oder was... Ich glaube, wir müssen uns sogar aufteilen, damit wir Hirsche kriegen. Weißt du was, das machen wir jetzt einfach. Und dann schießen wir einfach Rotkugeln. Ich gehe jetzt Richtung, weil es jetzt von der Karte passt, ich gehe jetzt Richtung Südosten, Richtung Leiche ganz grob. Also da gehe ich jetzt hin. Kamera 5. Und ich könnte mir auch vorstellen, wenn wir uns jetzt teilen, dass der uns jetzt angreift. Ja. Ich habe es so im Urin, dass der uns gleich jetzt angreift, wenn wir uns teilen.
Ich bin auch inzwischen nicht mehr schreckhaft. Das ist mir jetzt egal. Hauptsache, ich sehe den mal. Ne, einmal hatten wir ihn ganz kurz gesehen, oder? Nee, oder war ich das? Ich habe ihn nicht einmal gesehen. Ich weiß ja nicht, ob das irgendwie damit zusammenhängt, dass er vielleicht sich, wenn er verletzt ist, sich stärker zurückzieht. Aber ich hätte jetzt eher das Gegenteil erwartet, dass der, wenn er verletzt ist, noch aggressiver wird. Also wenn du die Leichen findest, dann kommt ein richtig lauter Schrei und der ist auch ziemlich nah dann. Also das war vorhin, als ich die Leiche gefunden habe, dachte ich, der steht direkt neben mir. Oh, was. Aber so, da ist wieder eine Kamera. Geh mal oben zu dieser Falle hin und guck mal nach, ob die... Also es ist eigentlich fast besser, nachts zu wandern, weil man dann die Fallen besser sieht. Oh, im Moment geht's noch. Also vor allen Dingen, weil die Taschenlampen scheinbar unendlich Batterie haben. Hier ist eine Falle ohne Köder. Ist sie zugeschnappt? Nee. Hm. Der hat gelernt, glaube ich. Welche Kamera ist das denn? Kann man das sehen? Achso, auf der Karte, ja. Ja, Karte. Kannst du sehen. Kannst du Kamera sehen, 6. Kamera 6? Ja. Ich nehme mal die Falle wieder mit, ja. Ich glaube, die brauchen wir dann hier nicht mehr. Aber wo ist denn Kamera 6? Ich habe Kamera 6 gar nicht auf meinem Kartenabschnitt. Kannst du nicht mehr sehen. Die ist ganz oben. Die ist ganz oben? Ja, die ist ziemlich weit oben. Oh Mann, jetzt hat er schon so viel Energie verloren und jetzt sieht man den ja, nicht das mehr. Gute ist ja, das Gute ist ja, dass er dich nicht regeneriert oder so. Das ist ja das Gute. Ja. Das wäre sonst echt ärgerlich, wenn du den nicht kriegst und der regeneriert sich einfach. Ja. Ja, ich meine, wenn das so wäre, dann müssten die... Also, ja, also es wird Tag. Ach, cooler Sonnenaufgang. Aber irgendwie ist das hier permanent am Regnen, oder? Ja. Permanent. Ich hätte jetzt gedacht, hier oben wäre wohl eine Leiche, aber ne. Aber irgendwie, Aber wir haben bis auch erst eine Leiche gefunden. Oh. Geil, die Leichen zu finden. Geil. Geil wäre es jetzt auch, wenn Bigfoot jetzt einfach von irgendeinem Felsen runterfallen würde. Und dann ist er tot. Das wäre aber langweilig. Dann hörst du nur ein lautes Geschrei und dann finden wir die Leiche von Bigfoot. Ohne dass wir irgendwas gemacht haben. Lauf mal hier in dieses Bergtal rein. Also ich kann nicht glauben, dass das jetzt die einzige Leiche da hinten war. Nein, insgesamt müssen wir ja 5 Stück suchen. Ne, 4. Aber dass sie jetzt hier. Alle so verstreut sind, meine ich. Die haben sich alle versteckt. Die haben sich aufgeteilt. Kennst du nicht die Taktik in den Filmen? Ja, wir teilen uns auf, dann kann er nicht alle erwischen. Und du meinst, dass sie das angewendet haben? Ja. Ich bin jetzt über Kamera 1 und 2 an dem Teich. Ich laufe jetzt mal um diesen Teich drumherum. In der Mitte ist eine Insel, vielleicht kommt man da ja irgendwie drauf. Ich laufe gerade durch den Sumpf, hier ist ein Hochsitz. Ein Hochsitz? Ja. Ist auch nicht schlecht. Ey, wir sind jetzt so schon durch das ganze Gebiet von Bigfoot gelaufen. Hier liegt irgendwie ein Boot oder sowas? Nee, oder ein Boot? Was ist das? Ja, irgendwie so ein Bootsüberrest. Stand. Ein Boot. Ja, hier ist ein Hochstand. Und hier ist eine Hütte. Hier ist eine Hütte. Warte mal. Vielleicht liegt sie. Hier ist eine Falle. Oh geil, die nehme ich mit. Jetzt haben wir noch eine extra Bärenfalle. Und eine Waffe ist hier noch. Eine Hütte hast du gefunden? Ja, und Munition. Saugeil. Cool. Eine Lampe, hier ist eine kleine alte Hütte. Hier ist noch eine Waffe gewesen. Warum auch immer hier noch eine Waffe ist. Können die kaputt gehen? Eigentlich nicht. Aber wenn du zu dritt spielst, weil im Wohnwagen, da waren ja nur zwei Waffen, oder? Kann sein. Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Aber das kann gut möglich sein, dass man dann... Ja, hier auf jeden Fall habe ich eine Hütte gefunden. Ist die auf der Karte jetzt markiert? Ja, als der Hochsitz. Bei welcher Kamera bist du denn? Zwischen 1 und 2. Okay. An diesem Teich, da siehst du jetzt auch einen Hochsitz. Das siehst du ja auf deiner Karte auch markiert. Nee, ich bin weit, weit weg von dir. Ich bin irgendwie am anderen Ende des Sees. Kann man auf der Karte... Oh, oh. War das bei dir auch so nah wie bei mir? Es ging. Echt? Dann ist er bei mir in der Nähe.